Guten Tag, heute mal ein außergewöhnlicher Ort. Ja, meine Haare sind ganz zerzaust, das liegt hier am Wind. Ich befinde mich tatsächlich auf Kreta in dem wunderschönen Club Candia Maris in der Nähe von Heraklion auf einem, ja, ich weiß nicht, wie man dazu sagt, auf einem Rettungsturm, wo normalerweise die Bademeister, die Bademeisterinnen stehen und überprüfen, wer hier so alles ins Wasser geht. Hinter mir das Meer, total geil. Ich habe ganz nett gefragt, ob ich hier raufgehen kann, habe erklärt, was ich mache, dass ich so einen Kanal habe und euch gerne bespaßen möchte. Und die sagt, naja, klar, leg dich nur nicht irgendwie auf die Fresse, wenn du hier die Treppe hochgehst. Ja, ganz toll. Es ist ein unfassbar schöner Ausblick und ich bin dankbar, dass wir diese Zeit hier verbringen dürfen. Am Dienstag spielen wir hier auch ein Konzert. Anka, meine Frau an der Gitarre und am Gesang, Klaus Henatsch am Keyboard und am Gesang und ich selber spiele Schlagzeug. Amtliche PR-Firma, die hier angekarrt wird in der Party-Area. Da werdet ihr alles hier noch mitbekommen, packe ich dann in die Story rein. Heutiges Thema natürlich, was heißt natürlich, also heutiges Thema habe ich mir ausgedacht und zwar, weil das auch ganz gut passt, sind Remixe gut? Sagen wir es mal so, sind Remixe gut? Auf der einen Seite freut sich natürlich der Originalersteller der Musik oder die Originalerstellerin der Musik, dass es eine Zweit-, Dritt-, Viert-, Fünft-Verwertung gibt, im Sinne von, der ganze Kram wird nochmal nochmal released und es gibt natürlich dementsprechend Tantiemen. In Deutschland ist das die GEMA oder die ESCAP oder wie auch immer sie heißen mögen in anderen Ländern. Das ist natürlich ganz geil und das Gute dabei ist auch noch, wenn man dem was Gutes abgewinnen möchte, ist, dass tatsächlich die Musik von früher, von der man halt einen Remix gemacht hat, immer noch in den Ohren der Menschen bleibt. Und jetzt kommt aber die Krux. Ich bin da auch etwas zwiegespalten. Es gibt ein paar Remixe, die ich persönlich wirklich gut gelungen finde. Wobei man da auch echt schlecht sagen kann, ob ein Remix wirklich gut oder schlecht ist, weil das ist auch alles Geschmacksfrage. Ne? Der eine mag halt irgendwie Heavy-Techno-Zeugs und der andere sagt irgendwie, hau mir bloß ab damit. Und so wie ich stehe zum Beispiel auf Hauskram, wenn er gut gemacht ist, ja, was ist dann wieder das gut Gemachte? Ne? Also Musti zum Beispiel macht grandiose Remixe, das ist musikalisch auch alles sehr wertvoll. Aber dann gibt es halt so ein paar andere Fraggles, die hauen einfach nur irgendwelche wahllosen Moll- und Dur-Akkorde aneinander und basteln dann die Originalgesänge darüber, was heute ja relativ einfach ist, das rauszuziehen aus dem Original und hinterher klingt das wirklich wie musikalischer Müll für mich. Alles nur für mich. Das ist halt die Kehrseite, dass du das Ursprungsgefühl der Titel, die remixt werden, eigentlich gar nicht mehr einfängst. Das ist aber auch Sinn der Sache, dass ein Remix ja eine Neuverwertung eines Originals ist und ein anderes Gefühl halt eben auch erzeugen soll. Ne? So, mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel ein, aber nehmen wir mal an, es gibt einen Song, der handelt über jemand, der verstorben ist. Und dann wird da irgendwie, werden da lustige Kalimbas gemacht und auf einmal wird das der Sommerhit 2026. Dann ist das sinnentfremdet und davon gibt es mit Sicherheit ganz viele, mir fällt jetzt konkret nichts ein. Hier jemand versucht mich gerade zu erreichen, das drücke ich mal weg. So. So viel meine 5 Cent zu Remixen hier aus dem wundervollen, geilen Turm, Bademeisterturm, glaube ich kann man auch sagen, Meister, Bademeisterin-Turm. Ich finde diesen Ausblick so geil, muss man die Brille absetzen, mir das selber nochmal angucken, Hammer. Aber die Sonne scheint zwar nicht allzu sehr, aber es ist dennoch relativ hell, deswegen habe ich hier so eine Rockstar-Sonnenbrille. Vielen Dank an Anka, die hat sie mir gekauft, guck mal, wie geil die aussieht. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch was, bis zum nächsten Vlog.